Lieben, aufgrund der aktuellen Ereignisse verschieben wir das für heute geplante Thema und wir machen die Sendung auf. Wir machen heute wieder eine freie und offene Talkradio-Runde und ich möchte mich gerne mit euch natürlich auch über die aktuellen Wetterereignisse unterhalten. Wie habt ihr heute den Sturm, den Orkan erlebt? Wart ihr irgendwie Zeuge von einem Vorfall oder steckt ihr irgendwo fest? Wie auch immer. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050, Freitemennacht heute oder ich würde gerne mit euch über die Wetterereignisse des heutigen Tages reden. Der erste Anrufer ist der David und David ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo David. Um was geht's bei dir? Es geht darum, wir wollten heute nach Bochum fahren zu Starlight Express. Ja. Und dann sind wir da hingefahren und dann wurde uns etwa eine Stunde vorher gesagt, dass es abgesagt wird. Aufgrund der Wettersachen auch. Ach so. Auch die. Es geht ums Wetter schon, ja. Ja, genau, richtig. Schon. Ja. Uh-huh. Und da sind wohl die Buchstaben schon runtergeflogen vom Dach, diese Anzeigenbuchstaben und sowas. Mhm. Und dann hatten wir uns überlegt, aufgrund der Wetterlage, auch von den Nachrichten her, ob wir jetzt in Bochum bleiben oder nach Hause fahren. Wir wohnen in Gummersbach, das ist etwa eine Stunde davon. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, doch loszufahren, sind dann allerdings auf der Autobahn dann irgendwann hängen geblieben, weil die unter einer Vollsperrung stand. Mhm. Und versuchen jetzt seit etwa, ja, ungefähr 5 Stunden irgendwie weiterzukommen, fahren allerdings nur im Kreis, weil alles gesperrt ist. Wo seid ihr denn genau im Moment? Wir sind jetzt bei der A45 und stehen vor der Hagen-Süd-Ausfahrt. Oh ja, das ist dann ja noch ein ziemlich weit bis nach Gummersbach. Richtig. Ja. Und wir sind da schon mal runtergekommen, die haben uns schon mal runtergelotst und dann sind wir ja in Hagen rumgefahren und da ist jede Landstraße auch gesperrt. Mhm. Das ging auch so weit, dass wir Leute vom THW gefragt haben, wie es denn aussieht und die uns auch keine Auskunft geben konnten und dann gesagt haben, wir sollten es einfach probieren, selbst die gesperrten Straßen zu fahren, vielleicht sind sie mittlerweile wieder befahrbar, ja. Was aber bis jetzt noch nicht der Fall ist. Das heißt also, ihr rechnet unter Umständen mit einer sehr langen Nacht, bis ihr dann mal nach Hause kommt. Ja, ich denke, dass also laut den Nachrichten, dass es heute Nacht wohl nichts mehr gibt, dass wir uns irgendwo auf dem Parkplatz jetzt irgendwann, wenn wir dann noch so weit kommen, dann niederlassen und die Nacht da verbringen werden. Nun kann man ja froh sein, dass es nicht so kalt draußen ist. Sonst wäre es ja auch schon alles noch viel komplizierter. Richtig, das haben wir auch schon gesagt. Auch wenn die Temperatur vielleicht sogar schuld ist an solchem Wetter, sind wir doch ganz froh, dass es im Moment nicht so kalt ist. Das wäre doch für viele Leute, die mit Sicherheit noch schlimmer dran sind als wir, weil sie direkt in der Tat sind. In der Tat. Wir stecken quasi nur im Stau, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die viel, viel mehr Probleme damit haben. Ja, hier in Köln habe ich so den Eindruck, hat sich die Situation etwas beruhigt. Wie ist es denn da genau, wo ihr gerade seid? Stürmt es da noch sehr heftig? Also das mit dem Stürmen hat mittlerweile eigentlich aufgehört. Es ist zwischendurch nochmal eine Böe, die kommt sehr, sehr stark. Also das merkt man an einem Auto, das rüttelt schon noch ziemlich heftig. Ja. Aber es hat jetzt mittlerweile angefangen halt auch zu regnen. Und das war die ganze Zeit eher weniger hier in der Gegend, aber es fängt jetzt hier an zu regnen. Aber wie gesagt, der Sturm ist jetzt vorbei, aber bis die Autobahnen dann frei sind, denke ich, die Feuerwehr ist so ausgelastet und die Polizei und THW und wer da noch alles dabei ist. In den Nachrichten wird ja auch gesagt, man soll nicht mehr anrufen dort. Und ja, ja. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass ihr jetzt gerade genau in diesem Moment steht ihr in einem Stau? Richtig. Ja. Sehr großer Stau, könnt ihr das überblicken? Ich weiß nicht, ob man das so überblicken kann. Ich würde sagen, das sind etwa 2 Kilometer. Allerdings geht das dann immer wieder nur im Kreis. Man wird wieder rausgelotst dann irgendwann auf der Ausfahrt. Ja. Und das dauert für diese 2 Kilometer, muss man rechnen, 1,5 bis 2 Stunden. Gibt es da so Gespräche, wenn alles stillsteht mit den anderen Autofahrern? Das kommt zustande, auf jeden Fall. Man geht mal raus und dann kommen andere und fragen, ob man was Neues weiß. Und wie ist die Stimmung so? Es ist eigentlich, also komischerweise sind die Leute noch relativ entspannt und gefasst. Also ich hätte auch gedacht, dass es mehr, was weiß ich, Ärger gibt oder so zwischen den Leuten oder dass die ärgerlicher sind. Aber ich denke, die wissen alle ziemlich genau, dass es im Moment sehr, sehr machtlos ist. Ja, genau. Man hat ja gar keinen Grund, auf irgendjemanden ärgerlich zu sein, weil es ist mal eine Naturgewalt und man kann keinem die Schuld in die Schuhe schieben für das Desaster. Ganz genau. Es ist halt eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Ich habe es bisher auch immer nur aus Nachrichten gehört, mit Sturm oder mit sonstigen Sachen. Aber wenn man einmal selber sowas erlebt hat und wie gesagt eine Strecke von einer Stunde fahren müsste, um nach Hause zu kommen und dann 5 Stunden fährt. Ist schon verrückt. Ja. Das ist schon eine Situation, also so hilflos. Das ist echt Wahnsinn, das muss man echt mal erlebt haben. Jetzt kommt wahrscheinlich auch euer ganzer Rhythmus durcheinander. Du bist bestimmt berufstätig, oder? Nee, im Moment nicht. Ah ja, dann... Das ist mein Glück im Moment. Meine Freundin hat Urlaub, die ist mit mir dahin gefahren, wollte nach Bochum mit mir fahren. Ja.
Und von daher ist das jetzt bei uns auch noch nicht so tragisch, aber es ist halt trotzdem eine sehr, sehr krasse Situation. Ja. So, dann wollen wir an der Stelle mal alle Leute grüßen, die irgendwie jetzt in den Autos feststecken oder rumirren. Von uns aus schöne Grüße und Leute, haltet durch. Aber das ist ja gut, dass die Stimmung nicht umgekippt ist und irgendwie wird sich die Sache schon fügen. Und das Schlimmste ist ja, wie der Wetterbericht auch gemeldet hat, über Nordrhein-Westfalen ja schon hinweg. Ganz genau. Ja, lieber David, dann wünsche ich dir und deiner Freundin eine gute Heimreise nach Gummersbach. Irgendwann dann mal, wenn ihr ankommt. Ja, vielen Dank und dann auch noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800, ihr Lieben, 5050. 220 5050, wenn ihr mich gerne erreichen wollt, dann meldet euch. Wir hatten ein Thema ja vorgesehen für heute Abend, das haben wir jetzt geschoben aufgrund der aktuellen Wetterereignisse. Unsere Sendung ist offen. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, aber natürlich auch sehr gerne, wenn ihr darüber sprechen wollt, über die Wetterereignisse des heutigen Tages. Wie habt ihr das Unwetter erlebt? Wo habt ihr den Sturm mitbekommen? Oder ist irgendetwas passiert, von dem ihr persönlich betroffen seid? 0800 220 50 50. Hier ist Frank. Frank ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Domi. Ja, 33 stimmt nicht, 38. 38, bitte um Entschuldigung. Ja, richtig. Und was ist dein Thema? Bitte? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe vor 9 Jahren meine Tochter gerecht. Ich habe mit meinem Bruder einen Schwanz abgeschnitten. Bitte? Und zwar hat mein Bruder, beziehungsweise damals ein sehr guter Nachbar, meine Tochter sexuell belästigt. Und wir haben ihm damals den Schwanz abgeschnitten halt, ja. Hat aber überlebt. Nicht der Bruder hat die Tochter sexuell belästigt? Nein, also es war der gute Onkel von nebenan. Es war ein sehr guter Bekannter von uns und wir haben damals, also wo ich damals gewohnt habe, der war für alles da, hat meine Frau damals in der Schwangerschaft begleitet. Mhm. Die Kleine ist dann halt geboren worden, ist heute 13 Jahre alt und hat sie dann mit 4 Jahren sexuell missbraucht. Wie ist das rausgekommen? Sie hat geredet. Sie hat damals gesagt, der Onkel, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, ist steckt den immer halt zwischen die Beine rein und sowas und versucht was zu machen halt. Mhm. Tja, dann sind wir damals zum Jugendamt gegangen und zur Polizei. Wir haben das zur Anzeige gebracht, aber die haben nicht großartig was gemacht. Und dann war es also, sage ich jetzt mal, heute bereut, eine Nacht- und Nebelaktion. Wir sind dann rübergegangen, weil er wohnte genau gegenüber. Du und dein Bruder? Also ich und mein Bruder damals, also mein Bruder und ich. Ja. Und haben ihn also mit einem scharfen Messer, ich habe ihn festgehalten, mit einem scharfen Messer den Schwanz abgeschnitten. Das ist ja unfassbar. Ist unfassbar. Ich habe dafür auch 4,5 Jahre Bau bekommen. Moment mal. Ihr habt diesem Mann den Penis abgeschnitten? Wir haben dem Mann den Penis abgeschnitten, ja. Bis an die Wurzel unten runter. Bitte? Bis an die Wurzel unten runter, ja. Die Hoden auch entfernt? Bitte? Die Hoden auch entfernt? Nein, die Hoden nicht, nein. Den Penis abgeschnitten? Den Penis abgeschnitten halt, richtig. So, jetzt lag der Mann wahrscheinlich blutüberströmt da? Der Mann lag blutüberströmt da. Und dann? Wir haben die Feuerwehr damals und die Polizei dann damals noch gerufen halt. Und tja, das Ende vom Lied ist heute, mir tut es sehr, sehr leid. Ich weiß das, aber was heißt Leid? Ja, okay, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ihr habt dann die Polizei und die Feuerwehr benachrichtigt. Wir haben erst den Notarzt gerufen und der Notarzt ist dann gekommen und hat dann die Polizei gerufen. Wir sind also sofort verhaftet worden. Wir haben die Tat natürlich sofort zugegeben halt. Er lag blutüberströmt da, ist gerettet worden, aber man konnte den Penis nicht mehr annehmen. Ja. So, dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Es kam nicht nur zu einer Gerichtsverhandlung, es kam zu 2 Gerichtsverhandlungen. Damals. Weil er angeklagt wurde und ihr angeklagt wurde. Wir sind angeklagt worden damals wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlag. Ja. Ja, und er ist angeklagt worden halt wegen sexuellen Missbrauch. Ihr seid zu 4 Jahren verurteilt worden? Also ich bin zu 4,5 Jahren und mein Bruder ist zu 3 Jahren verurteilt. Weil du der Aktivere warst? Nee, ich habe ihn festgehalten, mein Bruder ist der Aktive gewesen. Und wieso kam das zustande, dass es unterschiedlich bestraft wurde? Da fragt die Gerichte, ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann halt... Und dieser Mann, zu was wurde der verurteilt? Der Mann ist zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Mhm. Ja, ist also gerettet worden, er lebt noch, das weiß ich auch heute noch halt. Den Penis konnte man nicht mehr annehmen, das funktionierte nicht. Hast du irgendwann diesen Mann nochmal gesehen? Ja. War ein ziemlich großes Laster und ich musste dann hinterher heulend rausgehen. Also damals ist dann also vor Gericht, er wollte wissen, warum. Er hat doch gar nichts Schlimmes getan. Und ich weiß es nicht. Also er hat aber wirklich das Kind. Das Kind ist von Gutachtern und ich sag mal von psychologischen Gutachten, er hat das Kind missbraucht, ja. Und daher dann auch die Strafe, die er bekommen hat. Über ein Jahr lang. Ein Jahr lang, richtig, ja.
So, dann bist du bist ja in den Knast gegangen für so viele Jahre. Ja, richtig. Viereinhalb Jahre habe ich gesessen. Wie viel? Viereinhalb Jahre. Wann begann die Reue einzusetzen? Im Knast. Also, wo ich da reingekommen bin, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber im Knast gilt ein Ehrenkodex. Mhm. Also Pädophile, sage ich jetzt mal, Kinderschänder, haben da keine großen Sachen drin und hab da gut dadurch den Knast, also auch mit einem Knastpsychologen, sehr viel dran gearbeitet. Es tut mir heute, sage ich jetzt mal... Ja, aber dann, wenn das so ist im Knast, dann musst du doch eigentlich gut dagestanden haben. Nein, also ich bin nicht stolz auf meine Tat. Überhaupt nicht. Nee, du bist nicht stolz, das ist mir schon klar. Aber in der Hierarchie des Knastes warst du doch wahrscheinlich dann jemand, der angesehen war, der sowas gemacht hat, oder nicht? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dennoch fing die Reue an. Die Reue fing an halt. Ja. Ich habe also angefangen, Albträume zu bekommen und es ist keine schöne Tat. Was ich damals gemacht habe, mein Arbeitgeber hat also voll hinter mir gestanden. Da bin ich heute, gut, ich darf jetzt keine Werbung machen, bin ich heute noch sehr, sehr dankbar für. Ja. Wann hast du denn dann diesen Mann wieder gesehen? Wo ich aus dem Knast entlassen worden bin. Auf deinen eigenen Wunsch hin? Nein, auf seinen Wunsch hin. Auf seinen Wunsch hin? Auf seinen Wunsch hin. Richtig. Hast du ihn, wo fand dieses Treffen dann statt? Das Treffen ist gemacht worden damals über das Jugendamt. Mhm. Und wir haben uns dann damals so getroffen, wir haben aber vielleicht noch nicht mal 5 Minuten gesprochen und ich bin wieder rausgegangen halt. Wo fand das Treffen denn statt? Das ist also in der Stadt vom Jugendamt. Achso, im Jugendamt? Im Jugendamt selber. Also ich dachte, die hätten das nur arrangiert. In einer Beratungsstelle, die vom Jugendamt angeboten wird. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also Jugendamt hin oder her, man bekommt keine große Hilfe. Man steht im Prinzip, wenn man die Familie nicht hinter sich hat, man steht ganz alleine. Ja. Kann man sich auch nicht so verallgemeinern, aber du hast nun mal die Erfahrung so gemacht. Warum hat das nur 5 Minuten gedauert? Ja, weil er hat seine Reue nicht eingesehen. Er meint, er hätte damals nichts gemacht und das wäre ganz normal gewesen. Und bevor ich dann ausgerastet wäre und dann wieder in den Knast gegangen wäre, bin ich dann gegangen und es hat also überhaupt nichts gebracht. Warum wollte er dich denn treffen? Vielleicht mich noch mal zu sehen, weil es kam ja von seiner Seite aus. Also ich kann es dir nicht sagen, Domian. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Achso, also er ist nicht reuig. Er ist nicht reuig. Nein. Das heißt, er hat das bis zum Schluss abgestritten? Ja, er hat abgestritten nicht. Er meint, das wäre normal gewesen. Er hat selber 2 Kinder, aber seine Kinder hat er wohl anscheinend nicht angepackt oder sowas. Ich weiß es nicht halt, ja. Das ist aber sonderbar. Das heißt, dieser Mann hat dieses Treffen gewollt, um dir zu sagen, das wäre normal gewesen, was er gemacht hat? Ja, im Prinzip ja. Es gehört ja auch dazu irgendwo und deswegen verstehe ich das irgendwo alles nicht. Und das ist seltsamer Fall. War der denn nicht in keinster Weise zornig auf dich? Nö. Also was heißt zornig schon? Also ich meine, der kann nie wieder Geschlechtsverkehr haben und er kann nie wieder Kinder zeugen oder sowas. Ja, eben. Ja. Ja. Es war schon ein ziemlich hartes Treffen. Und wie gesagt, ich bin heute noch in psychologischer Behandlung mit und es tut sehr, sehr weh. Ja, ja, es ist natürlich unglaublich, was du da gemacht hast. Ja. Also erstmal, ich meine, erstmal hättest du ja auch wirklich sagen können, dass er unschuldig ist. Ja. Aber egal, ob er schuldig ist oder nicht schuldig, das ist eine so brachiale Tat, dass es außerhalb jeglicher Diskussion ist, so etwas zu tun. Ja. Und wir leben in einem Rechtsstaat und es ist sehr richtig, dass nicht Selbstjustiz gang und gäbe ist. Richtig. Also es ist jetzt keine Aufforderung, wenn irgendwelche Eltern jetzt den Verdacht haben oder so, hinzugehen und dann irgendwie... Na, also in dieser Richtung haben wir das auch nun überhaupt nicht verstanden. Ja. Das Entsetzen ist, glaube ich, bei allen gleichermaßen groß, wiewohl man natürlich auch den Zorn und den Ekel hat, wenn man von Kindesmisshandlungen hört. Ja. Darüber müssen wir gar nicht reden, das ist selbstverständlich. Ja, für mich ist also heute unheimlich schwer, wenn ich also zu meiner Tochter dann gehe, halt ist jetzt 13 und es kommen ja auch die ersten Liebesgefühle hoch und sowas. Mhm. Das ist sehr, sehr schwer beim Mann. Also wenn ich sie in den Arm nehme, das ist immer noch irgendwo so eine Abneigung dagegen halt. Naja, wie, du hast eine Abneigung gegen dein Kind? Nein, nicht gegen mein Kind, sondern beziehungsweise gegen Männern halt. Also sie hat Abneigung absolut gegen Männern halt. Ach so, sie hat eine Abneigung gegen Männer. Sie hat eine Abneigung. Sie nimmt mich zwar im Arm und ja, Papa, ich liebe dich. Und sie weiß also nicht, was damals passiert ist. Nein, also das muss sie nicht wissen. Und warum hat sie denn Abneigung gegen Männer? Ja, weil ihr das damals alles passiert ist. Ne? Aber sie weiß es doch nicht mehr, sagst du. Ja, nein, also sie weiß nicht, dass ich ihnen den Schwanz abgeschnitten habe. Ach so, halt. Ja. Aber ist das Kind ja nicht psychologisch betreut worden? Ja, damals? Das Kind wird immer noch psychologisch betreut. Und also für sie fällt es, also sie wird nachts wach mit Albträumen und also es gibt zu wenig Selbsthilfegruppen irgendwo halt, wo man hingehen kann oder sonst. Ja, das gibt es eigentlich schon sehr viele. Können wir dir vielleicht? Ja, es gibt schon sehr, sehr viele, das ist richtig. Aber diese Betreuung irgendwo, diesen Schmerz halt, gut, was ich jetzt gemacht habe, verurteile ich heute. Mhm.
ich würde heute anders denken. Meinst du jetzt Selbsthilfegruppen für dich oder für dein Kind? Nee, für beide. Also fürs Kind gibt es sehr, sehr gute. Da gibt es sehr viele, ja. Aber du hast gerade Eltern halt. Ne? Also, ja. Weil man wird also irgendwo als Mörder hingestellt halt. Und das finde ich also absolut nicht in Ordnung halt, ja. Hört sich jetzt einfach an. Es ist schwer, aber. Aber du musst damit musst du halt leben, dass deine Tat von allen Leuten verurteilt wird. Und richtig. Zu Recht auch verurteilt wird. Richtig, ja. Andere sagen, du hast das Richtige getan. Also insgeheim sagen sie, du hast das Richtige gemacht. Mhm. Was wird denn heute gegen Pädophile gemacht halt? Na, du kriegst also eher, sag ich mal, wenn du ein Knöllchen nicht bezahlst, wirst du mehr bestraft, als wenn du ein Kind angefasst hast. Ja, natürlich kann man die Betroffenheit eines Elternteils verstehen, wenn so etwas vorgefallen ist. Ja. Und dass man als Eltern da innerlich durchdreht, ist es auch irgendwie klar. Aber dennoch muss man sich natürlich so weit im Griff haben, dass man das dem Staat überlässt, das zu regeln. Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Ich meine, das ist keine Aufforderung irgendwo zu einer Selbstjustiz. Du hast gerade gesagt, dass deine Tochter weiß nicht, was du getan hast. Sie weiß nicht, was ich getan habe. Wann, oder willst du es ihr überhaupt erzählen, irgendwann? Ja, das ist eine schwere Sache. Mit der Sache setze ich mich im Moment sehr, sehr stark auseinander, auch mit meiner Frau zusammen halt. Soll man es ihr sagen, soll man es ihr nicht sagen dann halt? Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr groß, dass sie es auf jeden Fall irgendwoher erfährt, weil das ist ja auch in deinem Umfeld hat das ja wahrscheinlich absolut die Runde gemacht, ne? Richtig, ja. Es war auch damals ganz groß in den Medien. Ja. Also wäre es schon sehr richtig, wenn du mit deiner Frau oder vielleicht sogar mit einem Psychologen zusammen ihr das sagen würdet. Mhm. Stell dir mal vor, sie erfährt das irgendwie über einen anderen Kanal. Ja, und das ist das, wo ich eine ganz große Angst vor habe. Warum? Ja, weil, wie soll ich ihr das erklären? Soll ich hingehen und sagen, ich habe damals deinen Peiniger den Schwanz abgeschnitten und ich bin dafür ein Klaske? Sie weiß auch nicht, dass ich im Gefängnis gewesen bin. Mhm. Ja, aber letztendlich wirst du es ihr so genau so sagen müssen. Ja, wie willst du es anders sagen? Ja, und das ist da, wo ich jetzt ganz, ganz große Probleme mit habe. Mhm. Ja. Ich würde das natürlich immer in Abstimmung mit einem Psychologen machen. Ja, auf jeden Fall halt. Also jetzt einfach hingehen und ihr sagen, hör mal. Nein, das geht auf keinen Fall. Mhm. Das funktioniert also überhaupt nicht. Ja. Und das ist halt, was mir im Moment sehr große Magenschmerzen. Warst oder bist du denn so ein Typ gewesen, auch früher, der mal so durchdreht? Und? Nein, überhaupt nicht. Ich hasse Gewalt. Ja, also das bezog sich jetzt wirklich auf die Geschichte, weil es dein Kind war und da sind die Emotionen so hochgegangen. Ja, ganz hochgegangen dann halt. Ne? Ja. Wie gesagt, ich will jetzt nicht entschuldigen, wir haben damals so ein bisschen Alkohol getrunken halt und das hat sich dann hochgepauscht und drüber gegangen halt, ja. Ich möchte es jetzt nicht auf den Alkohol schieben. Nee. Pass mal auf, Frank. Also ich würde dir gerne jetzt mal eine Psychologin anbieten. Ja. Erstmal, was deine Person anbelangt, was aber auch diese Offenbarung betrifft, die vielleicht dann irgendwann stattfinden soll, wie man das am besten einfädelt. Ja. Und wenn du noch grundsätzliche so psychologische Fragen hast, kannst du dann gerne mit der Magdalena jetzt erörtern. Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich zurück. Das ist meine Psychologin. Von dir. Dann wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns erreichen wollt. Das ist die kostenfreie Nummer und ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Christian. Christian ist 18 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Christian. Was ist dein Thema? Ja. Mein Thema ist, ich bin heute Abend bei dem Sturm mit dem Auto gefahren. Ja. Und zwar durch den Wald, wollte eigentlich zu einem Freund fahren. Ja. Es war sehr stark am Regnen, es war am Stürmen und man hat eigentlich nicht wirklich viel gesehen. Ja. Ich bin schon nicht sehr schnell gefahren und dann macht auf einmal einen riesen Bums und mein Auto steht direkt still, einen zweiten Schlag und ich sehe einfach, wie sich vorne meine Fensterscheibe eindrückt und mein Dach fliegt weg. Ich habe ein Cabrio oder hatte ein Cabrio und dieser Baum, das ist ein richtig dicker Stamm gewesen, ist wirklich 10 Zentimeter vor meinem Kopf runtergekommen. Boah. Ich habe mich noch mit einem dicken Ast auf dem Kopf erwischt. Dann habe ich einfach nur versucht rauszukommen aus dem Auto. Nach links ging es nicht raus, die Tür war blockiert. Ob es jetzt der Baum war oder ob die eingedellt war, das kann ich echt nicht sagen. Also die Hauptwucht ging vorne auf die Motorhaube? Die ging vorne rechts über die Motorhaube rüber, den ganzen Wagen schräg drüber bis hinten raus. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann, weil das Dach ja nicht mehr da war, irgendwie, frag mich nicht, wie oben drüber, über das Dach drüber, oder durch das Dach raus, auf die Straße, und dann waren im Gegenverkehr, waren halt zwei Menschen, zwei Männer, die sind halt ausgestiegen, haben mir dann geholfen. Ich stand dermaßen unter Schock, sind meine Augen die ganze Zeit wirklich nur nach oben Richtung Bäume gegangen, weil alles am Knacken und am Krachen war, man hat in der Umgebung Bäume umfallen hören. War denn dieser Baum, der dein Auto getroffen hatte, war der so quer über die Straße gegangen?
Der Riss, wenn man sich das so vorstellt, das ist, was sagen wir mal, 5 Meter vor dem Auto, rechts hat er gestanden auf der Straßenseite, auf der Beifahrerseite, mhm. und ist dann wohl durch den Wind schräglich über die Fahrbahn drüber gekippt, mhm. halt vorne rechts auf das Auto drauf, ja. quer über die Windschutzscheibe, ganz dicht an meinem Gesicht vorbei und links raus. Das heißt, du hast ein irres Glück gehabt. Ich habe ein irres Glück gehabt. Du stehst wahrscheinlich jetzt noch irgendwie unter Schock, ne? Ich stehe jetzt noch mal unter Schock. Um wie viel Uhr war der? Um wie viel ist das passiert? Ich sag mal grob zwischen 6 und 7:30, aber ich kann dir ehrlich gesagt die Uhrzeit nicht ja. genau sagen. Wo? Aus welchem Bundesland rufst du an? Aus Nordrhein-Westfalen. Aus Nordrhein-Westfalen. Aus Krefeld. In Krefeld ist es passiert. In Krefeld. Mhm. Ja. Ich bin da durch den Forstwald gefahren, durch die Straße, durch den Wald. Wer hat dich denn, ist dann Polizei oder ein Krankenwagen gekommen oder wie ging es dann weiter? Erstmal, also da waren halt zwei mehr, die mir geholfen haben. Vor allem einer, der hat dann halt versucht, den RTW anzurufen, die Polizei. Mhm. Ist erst nicht durchgekommen. Mhm. Ist mir aufgefallen, dass ich halt am Kopf verletzt war, weil ich Blut an den Händen hatte. Mhm. Weil nachdem ich halt den Kopf gefasst hatte, hat mich eigentlich beruhigt. Also wirklich, der Mann hat mich einfach versucht zu beruhigen. Und der hat mir dann halt mich vor den Scheinwerfer gestellt, da wirklich einen Verband erstmal drum gemacht. Mhm. Und ich hatte halt wirklich jederzeit Panik, immer dass der nächste Baum runterfällt. Mhm. Und dann hat er gesagt, so im Wald stehen ist zu gefährlich. Dann war es 500-600 Meter weiter die Straße zurück, dann ist das Stadtwaldhaus. Mhm. Da ist er mit mir hingegangen und dem anderen Mann sind wir an den Baum rumgeklettert, der halt auf meinem Auto lag und sind halt da rein. Hab mich dort hinsetzen können, hab ein Glas Wasser bekommen. Mhm. Und dann ist halt nach kurzer Zeit die Polizei angekommen. Ja. Hat mir erstmal gesagt, war das Ihr Wagen in dem, sind Sie der in dem Wagen gesessen hat? Ich so, ja. Sie haben ein Schweineglück gehabt, also. Das glaube ich. Er wäre auch gerade ins Auto reingestiegen, weil ich hab Schlüssel alles da gelassen, Motor lief noch. Ja, ja. Und, er hätte selber nochmal Äste abbekommen und wäre da kaum reingekommen. Mhm. Ich meine, ein Cabrio ist ja natürlich null geschützt. Das ist ja nur ein Stoffdach wahrscheinlich gewesen, ne? Ja, richtig. Ja, das war ja. Ein Ford Escort, ein 390er. Ja, ja. Wir haben halt so ein Stoffdach. Mhm. Mhm. Ich denke allerdings, wenn ich jetzt ein Metalldach gehabt hätte, wäre es nicht so glimpflich ausgegangen. Weil vielleicht, hast du auch wiederum recht. Ja, das stimmt. Das Dach hätte sich eingebeult. Mhm. Wenn ich überhaupt rausgekommen wäre, irgendwie hätten wir mich rausschneiden müssen. Ich wäre auf dem Dach hätte ich nicht rausgekommen. Stimmt. Vorne rüber auch nicht, da lag der Baum drauf. Stimmt, das die das Tür ging auch nicht auf. Ja, stimmt. So gesehen war das Cabrio deine Rettung, ne? Das Verdeck. Ja. Ja. Bist du denn dann auch noch ins Krankenhaus gekommen? Dann kam der Krankenwagen an, das ist quasi so eine Dreiergabelung an Straßen. Ja. Dann kam der von rechts, wo ich halt eine Viertelstunde vorher, 10 Minuten vorher noch durchgefahren war, ist doch recht vor den Baum runtergekracht, kam er da nicht lang. Mhm. Dann ist er irgendwie anders rumgekommen, außen rum. Und dann, ja, nochmal 10 Minuten später war der halt da. Mhm. Hat es angeguckt, mich in den Krankenwagen genommen, kurz halt Puls gemessen, Blutdruck gemessen, einen Kopfverband gemacht und halt wirklich festgestellt, dass ich so gut wie gar nicht verletzt war. Du musstest gar nicht in eine Klinik eingewiesen werden? Doch, ich bin jetzt in der Klinik. Ach, du bist jetzt? Ich sitze jetzt gerade in der Klinik. Ach so. Im Klinikum Krefeld. Ja. Und zwar, wollte man halt nicht sagen, es ist Gehirnerschütterung. Eventuell hatten sie gesagt, könnte es auch sein, dass der Schädel oben gebrochen ist. Ach so. Mhm. Und dann sollte eine Computertomographie gemacht werden hier. Mhm. Aber die ist halt leider, das hat man halt nicht mehr geschafft, es soll dann morgen früh gemacht werden, weil zu viel los war. Ja. Bist du denn geröntgt worden? Mhm. Ja. Ja, CT ist dann halt später gemacht worden, als man das zeitlich geschafft hat. Ja. Und wie geht's dir denn jetzt im Moment? Hast du Kopfschmerzen oder ist dir irgendwie schlecht? Oder? Kopfschmerzen habe ich noch leichte, schlecht ist mir überhaupt nicht. Ja. Ist halt so, wenn ich im Bett liege, jetzt wo ich zur Ruhe komme langsam, da kommen halt diese ganzen Bilder, so der ja. Baum drückt sich durch die Scheibe durch, wie ich da versuche rauszukommen, sodass ich eigentlich nicht schlafen kann. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du da dem medizinischen Personal sagst oder darum bittest, dass die dir irgendeine Beruhigungspille geben. Ja, ich habe gerade mit dem Pfleger gesprochen, hat jetzt mit dem Arzt gesprochen und sagt, das wird jetzt auch gleich gemacht. Ja, das finde ich aber auch angebracht in so einer Lage. Ja. Jetzt bist du da im Krankenhaus, dann wissen deine Leute Bescheid, deine Eltern oder ja, Freunde? Ja, Bescheid. Also meine Eltern waren da, haben sich tierische Sorgen gemacht, irgendwann gefahren. Klar. Nochmal zu dem Auto hin, da wurde der Wagen wohl gerade aufgeladen. Da ruft meine Mutter nochmal an und sagt, du hast echt Schweineglück gehabt, demnächst können wir eigentlich 2-mal Geburtstag feiern. Das glaube ich auch. Wäre ich 10 Zentimeter weiter nach vorne gewesen, hätte mich dieser Hauptast, dieser richtig dicke Stamm, den kann man mit 2 Armen nicht umfassen, so dick war das Ding, hätte mich auf den Kopf getroffen. Mhm.
Mensch Christian, jetzt wollen wir hoffen, aber ich glaube, das wird so sein, dass du keine weiteren schweren Verletzungen hast. Das muss morgen dann auch abgeklärt werden. Und dann geht es daran, dass du das seelisch so ein bisschen verkraftest. Aber vielleicht hilft den Schock auch zu verwinden, einfach die Freude, dass du so viel Glück gehabt hast. Ja, auf jeden Fall. Das wiegt das eine, das andere vielleicht dann auf. Und wenn du jetzt ein Pillchen bekommst, kannst du erstmal ein bisschen pennen, ne? Und kommst somit dann auch ein bisschen zur Ruhe. Ich denke, das Ganze zu realisieren, das wird einfach noch ein paar Tage dauern. Das glaube ich auch. Teller macht, das war ein paar Zentimeter. Ja. Wäre ich nicht ganz auf Gas gewesen oder sowas, dann hätte der Baum mich genau erwischt oder wäre ich schneller gewesen. Ja. Oder sonst was. Ja. Christian, wir wollen dich jetzt nicht weiter anstrengen und beanspruchen. Jetzt nimm deine Tablette ein und dann wünsche ich dir erstmal eine gute Nacht. Ja, danke. Und drück die Daumen natürlich, dass du wirklich ganz fit bist und dann morgen wieder in Ruhe so nach Hause kannst und mal über alles nachdenkst dann auch. Ja, danke schön. Alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, dass ich morgen nach Hause komme. Ja, klar. Ich hoffe es auch für dich. Gute Nacht, Christian. Ja, gute Nacht. Tschüss. Sandra ist hier. Sandra ist 27. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen. Hallo, Sandra. Über was reden wir beide? Ich habe ein Beziehungsproblem. Mhm. Wie sieht das aus? Erzähl. Ja, ich bin seit einem halben Jahr mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und habe ihm verschwiegen, dass ich damals mit 14 vergewaltigt worden bin. Mhm. Einmal oder mehrfach? Zwei Jahre lang. Mit 14. Das war dann ein sexueller Missbrauch, den man dir angetan hat? Innerhalb der Familie, ja. Bitte? Innerhalb der Familie. Jemand sehr nahes aus der Familie? Ja, mein ältester Bruder damals. Ja. Wie alt war der? Der war 16. Also gar nicht so sehr viel älter als du? Nein. Zwei Jahre lang. Regelmäßig? Ja. Erzähl einfach mal weiter. Du hast gerade gesagt, dass du seit einem halben Jahr einen Freund hast. Und der weiß das nicht. Ne, er hat das eigentlich auch nur daraus rausgekriegt, weil wenn ich nachts geträumt habe, schlage ich manchmal um mich, fange an zu boxen. Mhm. Verarbeite das also mehr oder weniger im Schlaf. Mhm. Und er hat immer gefragt, alles in Ordnung? Und ich habe gesagt, ja, ich habe nur schlecht geträumt. Mhm. Du hast ihm auch nicht ansatzweise was erzählt, oder doch? Nein, weil ich die Erfahrung gemacht habe, sofern ich irgendwas gesagt hatte, damals waren sie weg. Ach so, du hast schon Erfahrungen mit Freunden, mit Männern gehabt, in Beziehungen, denen hast du das denn erzählt? Und dann waren sie weg. Und da waren die weg? Ehrlich? Ja. Wie, so von jetzt auf sofort? Ja, die kamen damit hinterher gar nicht mehr klar. Waren das denn Beziehungen beispielsweise, wo du schon etwas länger mit den Männern zusammen warst und du hast es dann erzählt und die haben dich dann verlassen? Na, es war auch so immer so um ein halbes Jahr herum und da habe ich gedacht, ja, jetzt ist genug Vertrauen da. Ja. Jetzt kannst du das erzählen, aber... Dann hast du es erzählt und wie war die erste Reaktion? Wie viel waren das denn bisher? Zwei? Drei? Also ein Freund, das ist jetzt mein dritter Freund. Mhm. Also mit denen du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wie war denn das? Du hast es dann erzählt und wie haben die darauf reagiert? Die haben gesagt, ja, damit würden sie nicht klarkommen und es ist besser, sich zu trennen. Das tut natürlich sehr weh. Ja. Und finde ich ehrlich gesagt auch ein absolut bescheuertes Verhalten von einem Mann. Und zeugt auch nicht gerade von großer Zuneigung. Ich kam mir dann auch ein bisschen benutzt vor. Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, du hast ja das Vertrauen, das ist ja ein Vertrauensbeweis deiner Person, das jemandem zu erzählen. Und das ist ja für dich etwas ganz Elementares. Das ist das Schlimmste vermutlich, was in deinem Leben bisher passiert ist. Na, was heißt das Schlimmste? Das Schlimmste, das war noch, dass ich meine Eltern beide verloren habe. Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 16, da ist meine Mutter verstorben. Ja. Und meine Familie hat sich hinter meinen Bruder gestellt und hat gemeint,
ich sollte im Heim und die beiden Brüder, die sollten dann innerhalb der Familie aufgenommen werden. Du solltest, das habe ich nicht verstanden, du solltest? Ich sollte im Heim. Ins Heim, ach so. Hm. Wie war denn das damals? Hast du das denn dann irgendjemandem mal gesagt, was da vorgefallen ist? Meiner Mutter. Hat die es dir geglaubt? Nein. Nein. Und das ist immer in eurer Wohnung passiert, eurem Zuhause. Das heißt, der Bruder hat mit dir geschlafen, immer, all die Zeit. Ja. Immer wenn die Eltern nicht da waren. Dann hat er die Situation ausgenutzt. Ja, ja. Und hat dann aber auch immer gleichzeitig gesagt, mach ich den Mund auf, fliege ich die Treppe runter. Mhm. Und als ich den Mund aufgemacht hatte, nach 2 Jahren bin ich wirklich die Treppe runtergeflogen. Da mich die Treppe runtergestoßen. Heißt das denn, dass deine Mutter, du hast es zuerst deiner Mutter gesagt damals? Ja. Hat deine Mutter ihn dann zur Rede gestellt? Die hat nur gesagt, sowas wird er nicht machen. Und woher wusste er dann, dass du das gesagt hast? Weil meine Mutter das dann mein Stiefvater gesagt hat und mein Stiefvater damals ausgerastet ist. Ah ja. Hat der dir auch nicht geglaubt? Ist der dir gegenüber? Doch, der hat mir geglaubt. Der hat dir geglaubt. Der Stiefvater hat dir geglaubt und deine eigene Mutter hat dir nicht geglaubt. Ja. Hm. Du hast dann in Binnenkürze deine Eltern verloren. Also deine Mutter und auch den Stiefvater? Ja, beide. Beide. Ist der Stiefvater auch schwer erkrankt damals? Der hatte Krebs. Das heißt, da kam es aber ganz knüppelig für dich. Das heißt, du hast diese Sache über dich ergehen lassen müssen und dann, so jung, hast du dann auch noch die wichtigen Bezugspersonen verloren. Leider Gottes, ja. Hast du denn danach dann mit jemand anderem nochmal darüber gesprochen? Danach hab ich geschwiegen. Das heißt, du hast eigentlich damals nur mit deiner Mutter und deinem Stiefvater darüber gesprochen? Ja. Und aufgrund der Krankheit deines Stiefvaters ist er nicht mehr ins Rollen gekommen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ist richtig. Hm. Ja, bis ich damals einen guten Kollegen kennengelernt hatte, der mir gesagt hatte, du musst damit zur Polizei gehen. Das war eigentlich auch der Einzige, der das wusste. Mhm. Aber du bist nie zur Polizei gegangen? Doch, aber das ging auch alles vor Gericht, aber Aussage gegen Aussage. Ah ja, wie alt warst du, als das vor Gericht ging? Das ist gar nicht so lange her, das ist 2 Jahre her. Ach so. Das heißt, da hast du alles nochmal aufdecken müssen und die ganzen Erinnerungen kamen hoch. Ja. Da war Aussage gegen Aussage und er ist nicht bestraft worden. Nein. Der hat mir noch vor beziehungsweise nach dem Gericht hat er mich noch ausgelacht und hat gesagt, Liefe. Hat trotzdem Spaß gemacht. Das hat er gesagt zu dir unter 4 Augen? Ja. Bah, wie ekelhaft. Bah, wie ekelhaft. Gab es denn sonst irgendjemanden im Umfeld der Familie, der dir geglaubt hat? Nein, die haben mich alle verstoßen. Alle? Da gibt es noch einen anderen Bruder, der auch. Der weiß nicht, wem er glauben soll, weil er damals 7 Jahre alt war. Ah ja. Er kennt nur die Geschichten, die erzählt worden sind über mich. Mhm. Und wo ich ihn mit meiner Geschichte konfrontiert hatte, seitdem meldet er sich auch nicht mehr. Mhm. So, jetzt hast du diese schlimmen, demütigen und verletzenden Dinge einstecken müssen. All die Jahre und jetzt nochmal. Und ja. Dann erfährst du es auch noch von deinen Freunden mit deinen Beziehungen, dass die weggehen, nachdem die das erfahren haben. Das ist natürlich hammerhart, da gebe ich dir recht. Und jetzt, um auf den Anfang zurückzukommen, jetzt stehst du vor dem Problem, soll ich das meinem jetzigen Freund sagen, ja oder nein? Ich habe es ihm gesagt. Du hast es ihm jetzt gesagt? Dann habe ich das am Anfang missverstanden. Ich hab es ihm gesagt und er meinte, ja toll, danke, Vertrauensmissbrauch. Du warst nicht offen und ehrlich, du hättest mir das von Anfang an sagen müssen. Ach. Und? Das heißt? Ist er weg jetzt oder was? Er meint, es ist wohl dann besser, Schluss zu machen, weil das Vertrauen wäre ja dann kaputt. Also Sandra, will ich immer sagen, das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Oder wir haben uns missverstanden. Wenn der Typ so reagiert, dann vergiss den Typ. Also wenn eine Frau so etwas in ihrer Jugend oder Kindheit erlebt hat,
gibt es niemals den Anspruch in einer Beziehung, dass man sofort damit rausrückt. Wenn du nach einem halben Jahr, und ich finde ein halbes Jahr eine gute Zeit, das dann sagst und der dir den Vorwurf macht, das sei zu spät und du hättest das von Anfang an sagen müssen, dann hat er einfach einen Knall. Aber wirklich. Dann hat er nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und alle stehen auf deiner Seite. Das kann man von niemandem verlangen. Wenn der dich lieb hat und wenn der zu dir steht, dann müsste der jetzt mit aller Zärtlichkeit auf dich eingehen und mit dir drüber reden und gemeinsam versuchen, wie kann man das Beste draus machen und weiß ich was alles. Aber doch nicht dir nochmal einen Vorwurf machen. Das ist doch absurd. Ja, weil er auch meinte, deswegen hast du keinen Kontakt zu deiner Familie. Also nochmal einen Vorwurf. Ich weiß ja nicht, was der Vorwurf von ihm sollte, aber ich verstehe es nicht. Also de facto, ihr seid nicht getrennt, aber das ist ganz, ganz, ganz schwierig im Moment. Ja. Also ich finde, dass du dir diesen Vorwurf überhaupt nicht einstecken solltest. Ich finde sein Verhalten unglaublich. Er ist der Meinung, ich müsste mehr darüber reden. Ja, das kann er vielleicht auch so sagen, als das Mensch, der nie so etwas erfahren hat. Aber das muss er dir schon überlassen, wann und wie du das tust. Also, das ist meine ganz klare Meinung dazu. Ich finde sein Verhalten unglaublich. Und es zeugt nach meiner Auffassung nach von überhaupt keinem Einfühlungsvermögen und es zeugt davon, dass der dich nicht liebt. Das sage ich dir jetzt mal so, spontan. Aber darüber hinaus, Sandra, wollte ich die ganze Zeit gerade schon fragen, als du von der Vergangenheit und all den Dingen erzählt hast, bist du denn psychologisch behandelt worden und betreut worden, therapeutisch? Ja, ein Jahr lang. Hat das gereicht? Also nach meiner Meinung nicht, weil die Albträume werden immer heftiger, immer schlimmer. Ich glaube auch, dass ein Jahr nicht reicht bei sowas. Ich würde dir dringend empfehlen, und das ist jetzt, glaube ich, das Allerwichtigste, dass du siehst, dass du dir neue und zielgerichtete Hilfe suchst. Wir werden dir mal ein bisschen helfen jetzt im Hintergrund. Du redest gleich weiter mit meiner Psychologin, die dir sicher noch ein paar gute Ratschläge geben kann. Okay, danke schön. Also ich finde, dass du eine Therapie brauchtest, eine neue, eine gute. Und mach dir intensive Gedanken, ob du mit dem Typ noch zusammen sein willst, nach dem, was er dir gesagt hat. Dann bringt ja nichts, wenn er nicht zu mir hält. Bitte? Es bringt ja nichts, wenn er nicht zu mir hält. Ja, genau, ganz genau. Ja, genau, das ist der Satz. Richtig. Liebe Sandra, du legst bitte auf und wir rufen dich zurück, okay? Okay. Alles Liebe und alles Gute. Und danke. Tschüss. Und gute Besserung dem Vorgänger. Sehr nett von dir. Tschüss. Okay, tschüss. So, weiter geht es mit Marco. Marco ist 21. Morgen, Marco. Morgen. Hallo, Marco. Weswegen rufst du mich an? Eigentlich wegen dem Thema, was du gestern angesagt hast. Ja. Ich habe etwas getan aus Liebe, was ich heute noch nicht ganz klarkomme. Was hast du getan? Ich habe vor 7 Jahren einem Mann, das heißt einen Mann, einen Jungen, mit meinen bloßen Fäusten totgeschlagen. Mit deinen bloßen Fäusten? Ja, es ging darum, ich bin 1997 nach Schleswig-Holstein gezogen, ins Heim. Mhm. War in einem Boxverein, er war mein damaliger Sparringspartner. Mhm. Und er hat mitgekriegt, durch irgendwelchen Dingern, dass ich mich in seiner Freundin verknallt hatte. Mhm. Und im Sparring ist es dann so ausgeatmet, dass er mich dabei verhauen hat. Mhm. Also es war kein Sparring mehr, das war eigentlich eine wüste Prügelei zwischen... Erklär mal den Leuten, was Sparring ist. Sparring ist vom Boxverein, wo man mit anderen Trainingsmitgliedern in einem Ring boxt. Aber das ist kein richtiger Boxkampf, sondern ein Trainingsboxkampf. Mhm. Und es ist aber von seiner Seite so eskaliert, dass es eine wüste Schlägerei wurde. Mhm. Ich darauf nicht gefasst war und habe gut eingesteckt. Bin auch ins Krankenhaus gegangen und so weiter und so fort. Und er sagte dann auch noch, dass seine damalige Freundin das auch noch bereuen wird. Da habe ich ihm gesagt, wenn er das macht, mache ich ihn platt, da hole ich ihn tot. Wir halten mal eben fest, du warst damals 14. Ja. Und er?
Er war 15. Er war 15. Okay. Er hatte längere Zeit, also der hatte ein Jahr länger als ich trainiert, also hatte auch mehr Wissen im Kopf vom Boxen her. Mhm. Und ich hatte auch schon gut Respekt vor denen. Mhm. Er ist dann nachdem ich dann ins Krankenhaus gegangen bin, hat der Trainer den direkt rausgeschmissen, sagt, so einen Menschen können wir hier nicht gebrauchen, der seine privaten Probleme mit ins Training bringt und da das nutzt, um Menschen zu verhauen. Was ja absolut tabu ist im Boxen, im Sport, im Boxen. Ja. Und dann hatte ich nach ein paar Wochen hatte ich dann meinen ersten, wo ich dann 14 wurde, hatte ich dann meinen ersten Amateurkampf. Das ist halt, wo ich meinen ersten Kampf mache. Man macht 3 Amateurkämpfe, bevor man in die Profiliga aufsteigen könnte. Ja. Und ich habe den ersten gewonnen und wir waren da mit circa 20, 25 Mann unterwegs auf dem Jahrmarkt damals. Mhm. Hatten gut Alkohol getrunken. Ich hatte da meine ersten Drogenkontakte. Und ich habe natürlich übertrieben. Und dann sind wir auf den Jahrmarkt gegangen. Ich habe dann ihn gesehen mit seiner damaligen Freundin. Und sah nur nach, wie sie sich stritten und er ausholte und zuschlug. Und zwar so massiv, dass das Mädchen umgekippt ist, auf den Aluaufgang aufgeprallt ist mit der Schläfe und ist ins Koma gefallen, 2 Wochen lang. Und ich bin halt dann dahin, hab mit links ihn angetäuscht, hab mit der rechten zugeschlagen und anstatt wie ein normaler Boxer, wenn jemand am Boden liegt, aufzuhören, habe ich weiter drauf geprügelt. Aber da waren doch noch andere Leute, sind die nicht dazwischen gegangen? Nein, meine Jungs waren alle sehr geschockt. Also das war ja auf der Kirmes, ne? Das habe ich richtig. Ja. Und ich denke, dass die anderen einfach zu viel Schiss hatten. Die wussten ja nicht, worum es geht und dann ich hast war du, auch nicht mehr ansprechbar. Dann hast du diesen Jungen quasi auf der Kirmes vor allen anderen Leuten totgeschlagen. Ja, ich bin dann abgehauen. Der ist dann auch da noch gestorben oder war der schon tot? Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, weil er Aneurysmas im Kopf hatte. Die sind bei diesen Schlägerei, die ich mit ihm geführt habe, geplatzt. Du hast ihn immer auf den Kopf geschlagen? Ich habe ihn überall hingeschlagen. Da, wo ich getroffen hatte, da, wo er keine Deckung hatte und das meiste war halt das Gesicht. Ich habe ihn, er hatte Schädelbasisbruch mit Hirnschwellung, Hirnblutung und das, was im Gesicht war, habe ich ihn zu Brei geschlagen, weil ich nicht mehr ansprechbar und... Du bist abgehauen, dann. Ich bin abgehauen. Ich war 3 Wochen auf Flucht. Hab dann von einem Kollegen gehört, der mich irgendwann zufällig getroffen hat. Ich war ja andauernd auf Flucht. Ich war nicht länger als 1 Stunde irgendwo. Mhm. Weil ich dachte, hatte Angst, in den Knast zu gehen. Mhm. Und irgendwann hat er mich getroffen, hat er gesagt, hör zu, sie liegt da und da, ist jetzt wieder aus dem Koma erwacht. Mhm. So, ich bin dann dahin, ins Krankenhaus, sie lag Erdgeschoss. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von meinen Leuten oder von dem Pflegepersonal oder von der Familie von ihr gelassen hat, weil ich hatte den Bruder und der Cousin war mit mir im Verein drinne. Mit denen war ich an dem Abend zusammen. Und ich bin dann rein, hab mit ihr gesprochen, wir kamen an diesem Abend auch direkt zusammen, weil sie schon länger in mich verknallt war. Wie, ihr kamt zusammen, als du sie im Krankenhaus besucht hast? Ja. Und da wusste sie, dass du ihren ehemaligen Freund totgeschlagen hast? Ja. Und dann kamt ihr da zusammen in dem Krankenzimmer? Ja, sie liebte ihn gar nicht mehr, also... Aber es ist ja schon auch eine krasse Situation, dass man da überhaupt noch an Liebe denkt, sondern das war alles irgendwie durcheinander. Na, wie auch immer, wann hat man dich geschnappt? Mich hat man nicht geschnappt, ich habe mich freiwillig gestellt auf das Anraten meiner damaligen Freundin dann. Von diesem Mädel? Ja, zu liegen. Wie lange hast du dich denn da noch versteckt gehalten? Eine Woche, dann hast du dich gestellt. 2 Wochen im Koma und 1 Woche lang haben wir uns getroffen. Und diese 1 Woche kamen wir zusammen. Und sie hat mir gesagt, geh, stell dich mal, stell dich. So, du warst ja Jugendlicher und das lief alles unter Jugend. Genau. Und ich bin dann auch verurteilt worden zu 4 Jahren. Es wurde gemildert, dadurch, dass ich, wie gesagt, auf Drogen und Alkohol war und dass ich mich selbst gestellt habe und einfach gesagt habe, ja, ich habe zugeschlagen. Ich habe ihn totgeschlagen. Ich habe also alles zugegeben und fing dann auch kurze Zeit im Gefängnis an zu trinken. Also wir hatten immer Aufgesetzten, den kann man sich da besorgen für eine Bombe Tabak, also das sind 200 Gramm Dosen. Dann hat man schon einen guten Schluck Schnaps bekommen und ich habe da angefangen zu trinken, habe bis heute nicht aufgehört.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du bist da 21, da sind viele Jahre vergangen. Wie denkst du über all das, was passiert ist? Unterschiedlich. Ja. Mal habe ich einen Tag, da denke ich, was hast du für eine Scheiße gemacht? Nur für diese Frau. Und 3 Sekunden später denke ich schon, was denkst du überhaupt danach? Das war für dich richtig. Marco. Ich habe damals überreagiert. Und Marco, aber das war aber auch im Nichts richtig. Mein Gott, du hast ein Menschenleben ausgelöscht. Da gibt es gar keine Erklärung, keine Entschuldigung für. Ich habe auch Therapien angefangen deswegen, weil ich so gewalttätig wurde, weil ich immer wieder ausgerastet bin. Ich habe ja danach, nachdem ich bin ja eine Zeit lang dann im Heim gewesen zu der Zeit, habe dann auch verschiedene Therapien begonnen und musste sie jedes Mal abbrechen, weil ich ausgerastet bin. Also ich habe niemandem was getan, ich bin einfach nur ausgeflippt. Ja. Das heißt, du bist im Prinzip eine wandelnde Zeitbombe. Damals eine wandelnde Zeitbombe. Jetzt vielleicht auch noch. Nein. Hast du dich in den Griff? Heute scheiße ich mir vor Angst in die Hose, wenn jemand an meine Tür klopft. Was machst du denn eigentlich im Moment so im Leben? Arbeitest du? Ich bin den ganzen Tag nur einer Flasche hin. Hast du? Ein Familienmitglied von mir steht noch hinter mir. Das ist meine Schwester. Die besuche ich ab und zu mal. Ja. Das heißt, du hast keinen Schulabschluss und nichts gelernt? Nein. Und ich habe versucht, nach der Zeit, wo ich rauskam, also meine Freundin war damals schwanger. Ich hatte damals im Gefängnis, habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Ich muss mich einfach so benehmen, so dass ich als Gewalttäter trotzdem einen Freigang kriege. Das habe ich danach auch bekommen. Wir haben uns in der Zeit, sind wir uns noch näher gekommen als vorher. Wir waren ja schon zusammen zu dem Zeitpunkt. Wir sind uns aber noch näher gekommen. Wir haben in dieser Nacht miteinander geschlafen und sie ist wurde schwanger von mir. Bist du denn mit dieser Frau heute noch zusammen? Leider Gottes nein. Es kam wieder ein Schicksalsschlag auf mich zu. Diese Frau ist heute tot. Warum? Ich habe damals gedacht, das wäre alles meine Schuld gewesen. War es ein Unfall oder ist sie krank geworden? Nein, also wir hatten uns damals verabredet, dass sie um 10 Uhr zu mir kommen sollte. Die Frau war normalerweise überpünktlich, also du konntest die Uhr danach stellen, die war pünktlich um 9:30 bei dir vor der Tür. Und sie kam nicht, um 11 nicht, um 12 nicht, um 1. Bis 3 Uhr habe ich gewartet, 3 Uhr nachts, es kam keiner. Und der Vater hat mir damals erzählt, er stand ja zu dem Zeitpunkt auch noch hinter mir, weil er einfach gesagt hat, es ist nicht richtig gewesen, aber es war... Marco, ich mache mal einen Vorschlag, sonst kommen wir zu weit in die Einzelheiten. Sag mir bitte nur erstmal, woran das Mädel verstorben ist. An Selbstmord. Selbstmord. Und was ist mit dem Kind? Das Kind ist beim Jugendamt. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich durfte es noch nicht mal so wirklich sehen. Jetzt stehst du da mit 21 Jahren vor einer schlimmen Vergangenheit? Und weiß doch nicht so, wie es jetzt weitergehen soll. So ungefähr. Ich habe verschiedene Therapiestellen angeschaut. Ich habe auch gesagt, ich möchte dabei sein. Wärst du denn bereit, nochmal einen Anfang zu machen mit einer richtig harten Therapie? Ich möchte erstmal mein Alkoholproblem in den Griff kriegen. Wärst du denn bereit, dafür in eine Klinik zu gehen? Auf jeden Fall. Ich habe Therapien angefangen, also ich habe eine Entgiftung gemacht. Wie viel trinkst du eigentlich am Tag? Wie viel trinkst du eigentlich am Tag? Ja, keine Ahnung, unterschiedlich. Manchmal trinke ich 3 Flaschen Wodka über den Tag verteilt, manchmal trinke ich auch nur 2. Bist du jetzt eigentlich auch besoffen? Nein, jetzt geht's eigentlich. Weil also, du redest eigentlich ziemlich klar. Geht jetzt eigentlich. Ich hatte heute viel zu tun und da reiße ich mich meistens zusammen und trinke da nichts. Ich meine, du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, bevor ich jetzt eine nochmalige Therapie, was mein Gewaltpotenzial... Meine Gewalt ist eigentlich unter Kontrolle, die habe ich... Ich habe nach meiner Haftzeit 2 Therapien begonnen. Ja, aber die hast du wieder abgebrochen, hast du mir gerade gesagt. Die habe ich abgebrochen. Deswegen fände ich es auch genau richtig, dass du erstmal das Alkoholproblem in den Griff kriegen musst. Ja, und ich habe dann während meiner Alkoholzeit noch eine dritte begonnen und die habe ich durchgezogen. Ach, die hast du durchgezogen? Die habe ich komplett durchgezogen, weil ich einfach gemerkt habe, es geht nicht. Ich habe in meinem Zimmer habe ich einen Boxer hängen, den kann ich alle 3 Wochen flicken. Marco. Wo ich das gemacht habe. Ich habe in dieser Sendung ja leider immer nur einen bestimmten Zeitrahmen für meine Anrufer. Der ist jetzt überschritten schon. Ja.
Wenn du die eine Therapie durchgezogen hast, dann zeigt mir das ja schon mal, dass du einen Willen hast. Und das finde ich gut. Ich habe einfach irgendwann gesagt, es geht nicht mehr so weiter. So, und jetzt ist der nächste Schritt angesagt. Der nächste Schritt ist, dass du, wenn du weiter im Alkohol bleibst, gehst du vor die Hunde, ist dir klar? Ja. Muss ich dir nicht erzählen. So, das ist der nächste große Schritt, dass du da rauskommst. Mhm. Da würde ich dir gerne jetzt auch etwas behilflich sein, durch unsere Leute im Hintergrund, wie du was wo machen könntest. Mhm. Ja? Du kennst vielleicht auch das Prozedere, dann es geht jetzt so, dass du auflegst und wir dich gleich nochmal anrufen. Ja, okay. Und dann wünsche ich dir für das, was da vor dir liegt, wirklich sehr viel Kraft und Disziplin. Da musst du durchhalten, da musst du ein Kerl sein. Danke. Alles Gute. Ich hab's ja langsam begriffen. Ja. Mein lieber Marco, alles Gute. Wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Christopher. Christopher ist 28. Ja, ja. Hallo Domian. Hallo Christopher. Ja. Dein Thema. Bei mir geht es um den Orkan. Um den Orkan, ja. Ja, und zuerst hatten wir erstmal 6 Stunden überhaupt keinen Strom. Von wo rufst du an? Ich rufe aus dem Bergischen Kreis an. Da hattet ihr 6 Stunden keinen Strom heute? Nee, wir hatten 6 Stunden keinen Strom. Ah, welche Stadt rufst du an? Ist das? Welcher... Magst du sagen? Ja, also es ist in der Nähe von Hoffnungsthal. Ja. Und da war 6 Stunden gar nichts. Also es kompletter Ausfall. Kompletter Ausfall. So gegen 6:30 ging der Strom weg. Mhm. Und so gegen 23:30, 23:45 heute Nacht war er wieder da. Ja. Und als der Sturm sich dann ein bisschen gelegt hatte, habe ich dann mal nach meinem Auto geguckt, also nach meinem VW Golf 4. Mhm. Und musste leider feststellen, dass der komplette Kotflügel und die Windschutzscheibe komplett kaputt sind. Weil irgendwas draufgeflogen ist oder rausgefallen ist. Dachbalken auf das Auto draufgeflogen sind. Ach du je. Ach du je. Das heißt also ein großer Schaden an dem Auto? Ja, genau. Also der genaue Schaden konnte ich jetzt noch nicht feststellen, mhm, weil ich hab's halt nur im Dunkel gesehen. Mhm. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das morgen bei Tageslicht aussieht. Ja. Ja. Nur kann man natürlich in so einer Situation immer sagen, oh ja, das ist sehr ärgerlich, aber Gott sei Dank, ich bin gesund und ich habe nicht drin gesessen. Ja, das stimmt. Ne? Da bin ich auch froh drüber. Ja. So einen materiellen Schaden kann man immer ersetzen. Kann man immer irgendwie ersetzen, ja. Also Christian, der vorhin angerufen hat, der hat es ja schon härter abgekriegt, ja, aber hat Fall trotzdem noch ein irres Glück gehabt, ne? Weil ja, der hätte ja unter Umständen tot sein können. Ja, das stimmt. Wie hast du das denn erlebt? Ich meine, wir in unserer hochzivilisierten, verwöhnten Welt sind Strom ja so etwas von gewöhnt und das ist so selbstverständlich. Wie war das, wenn 6 Stunden überhaupt kein Strom da war? Nichts funktionierte, kein PC, kein Telefon, kein Fernseher, gar nichts. Nee, gar nichts funktionierte. Wir hatten Gott sei Dank genug Kerzen hier, ja, dass wir das einigermaßen überbrücken konnten. Und das ging dann auch. Das war jetzt nicht so das Problem. Was habt ihr denn in 6 Stunden gemacht dann? Ja, wir haben halt draußen das Spektakel beobachtet, mhm, haben mich dann mit meiner Freundin unterhalten. Mhm. Ja, was man halt so macht. Da hätte man noch ein bisschen kuscheln können in der Zeit. Ja, genau, zum Beispiel. Wahrscheinlich gibt es eine hohe Anhäufung der Geburten in 9 Monaten. Ja, das könnte sein. Ja, Mensch, aber jetzt ist der Strom wieder da und bei euch ist es auch ein bisschen ruhiger jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also es war ja angesagt, dass es nachts nochmal schlimmer werden sollte. Aber ist nicht, aber ne? Aber ist nicht mehr, ja. Nee, Gott sei Dank. Gut, also bin ich beruhigt, in Hoffnungsthal brennen wieder die Birnen. Ja, genau. Und den Golf kriegen wir auch schon irgendwie wieder hin. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute, Christopher. Ja, viel Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Katja ist hier. Katja ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Katja. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich wollte nur mal sagen, dass wir schon, also ich arbeite mit meinen Kollegen hier im Altenheim, mhm, im Sauerland. Mhm. Und wir sitzen schon seit 13.30 Uhr, hat unser Dienst angefangen und wir sitzen immer noch hier, weil wir absolut nicht nach Hause kommen. Es stürmt und tobt draußen rum und alle Straßen nach Hause sind gesperrt und wir kommen einfach nicht hier weg. Ach du liebe Zeit, wie weit hättest du es denn und hast du es denn nach Hause? Wie viele Kilometer? Nicht so weit, 6 Kilometer. 6 Kilometer nur? Ja, ja, da ich jetzt im Sauerland wohne, es sind viele Bäume und so und Feuerwehr fährt jetzt hier alle paar Stunden hier vorbei. Das ist wirklich grausam. Das heißt, da fährt natürlich kein Bus. Kein Bus, Bahn, gar nichts. Keine Bahn. Bist du denn mit dem Auto zur Arbeit gefahren heute? Nee, heute bin ich, nachmittags ging es ja noch so um 1 Uhr bin ich mit dem Bus gefahren. Ja. Das war auch schon ein bisschen brenzlig, weil bei uns regnet die ganze Zeit. Ja. Aber es, ja, also die Busse sind auch noch gefahren, aber
rausgeschmissen worden. Genau, meine Kollegin ist sogar rausgeschmissen worden, wo sie zum Nachtdienst gegangen ist. Der hat die noch nicht mal bis zum Bahnhof mehr gefahren, weil es, glaube ich, so windig geworden ist. Ach so. Ja, die musste dann noch bis zur Arbeit laufen. Und 6 Kilometer ist ja auch, ja, zu gehen, auch bei den Witterungsverhältnissen auch nicht gerade ratsam. Nee, ist nicht ratsam. Nee. Na, immerhin habt ihr ein Dach über dem Kopf. Haben wir, genau. Und das heißt, du und ihr richtet euch jetzt darauf ein, dass ihr die Nacht da im Altenheim in der Arbeitsstelle verbringen werdet. Genau. Ja. Ist alles heute alles verrückt und alles durcheinander? Ja, ehrlich, die Leute sind auch alle hier gut drauf, also wirklich alle aufgeregt, die alten Leute. Ich wollte gerade fragen, wie ist es denn bei den Heimbewohnern? Sind die alten Leute sehr, sehr erregt und ängstlich? Ja, also ein paar, manche haben ja ein schlechtes Gehör und so, können das sowieso nicht mehr alles so registrieren, aber ja. Ich meine jetzt so, welche, die kriegen das halt aus den Medien halt auch mit und sind auch schon ganz schön aufgeregt. Ja. Und da wir Stromausfall hatten, ist unsere Rufanlage kaputt. Jetzt müssen wir jede Minute mal eher durchs Haus rennen und gucken, wo vielleicht die Schelle angegangen ist. Oder? Ach so, aber der Strom ist immer noch weg bei euch? Der ist jetzt wieder da, aber trotzdem ist irgendwie was kaputt gegangen dabei. Die Elektronik ist durcheinander. Genau, alles durcheinander. Na gut, aber ihr seid in einem sicheren Ort und euch kann nichts passieren. Im sicheren Ort. Und dann wünsche ich ein gutes Durch-die-Nacht-Kommen im Altenheim bei euch. Ja, danke schön. Schöne Grüße ins Sauerland. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch die Tanja. Und Tanja ist 20 Jahre alt. Hallo, Tanja. Ja, hallo, Domian. Hallo. Du rufst mich auch zum Sturm an, oder? Nee, ich rufe mich nicht zum Sturm an. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe 70 Kilo abgenommen. Du hast wie viel abgenommen? Ja, 70 Kilo. 70 Kilo? 70 Kilo, genau. 7, ne? 70. Ich verstehe 70. Es richtig. 70. Ja, sie versteht. Also, Entschuldigung, du verstehst richtig. Wie viel hast du denn vorher gewogen? 120 Kilo. 120 Kilo und jetzt 50? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, in 1,53 Meter und habe 2,5 Jahre. In 2,5 Jahren? Ja. Und wie hast du es geschafft? Ja, einfach durch meinen Mann, ne, auch, weil der Psychologie und Ernährungswissenschaft gelernt hat. Ja. Und wie gesagt, einfach Ernährung umgestellt und immer anfangen Sport jeden Tag. Ja, und so habe ich es abgenommen. Aber wenn du so einen pfiffigen Ehemann hast, der sehr viel Bescheid weiß darüber, wieso bist du denn so dick geworden vorher? Ja, weil ich bin hier ins Sauerland hingezogen, ich bin hier hingeflüchtet, ich komme aus einer sogenannten Asi-Familie eigentlich und dann bin ich hierhin geflüchtet, weil ich irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja. Ja, und dann habe ich zum Glück meinen Mann sofort hier getroffen und... Ach so, du hast ihn getroffen, da warst du mollig und dann hast du ihn getroffen. Ja, genau, da habe ich zu viel gewogen und... Er hat auch, seit 5 Jahre JVA-Wehren hatte er gesessen. Ja. Und kurz danach, der war auch noch gar nicht lange draußen, hier habe ich ihn dann auch getroffen sofort und der ist halt auch 17 Jahre älter, hat also mehr Erfahrung, Weisheit und alles und dadurch. Das heißt dann Ernährungsumstellung, weniger Fett, weniger Zucker und so. Das war gar nicht verboten, aber ich habe alles in Maßen. Von jedem die Hälfte, sag ich mal, gegessen. Wie ist denn das jetzt, wenn man so viel abnimmt, habe ich immer so die Vorstellung, dass überall so Hautlappen runterhängen. Ist das bei dir so? Nee, bei mir gar nicht. Weil ich von Anfang an Sport gemacht habe. Ah, sehr schlau. Und deshalb habe ich es überhaupt gar nicht. Ich habe es bei vielen Menschen nur ein paar Schwangerschaftsstreifen habe ich, aber das heißt, ich selbst fast weg durch Freiöl. Das heißt, wenn du vor einem Spiegel stehst, nackig, bist du mit dir richtig zufrieden? Ja, soweit bin ich eigentlich zufrieden. Ein paar Stellen müssen noch trainiert werden, aber... Naja. Das werden jetzt Kleinigkeiten sein. Ich meine, 70 Kilo runter zu abzuspecken, ist schon eine tolle Leistung. Ja. Also Gratulation. Ja. Ja. Nee, wie gesagt, das ist durch meinen Mann alles. Und ja. Ich möchte auch eben über meinen Mann, ja, alle, die in JVA wählen, ich weiß, die gucken das jetzt alle schön grüßen. Ja. Ja, die meinen Mann kennen, Udo Aha. Oh. Die wissen dann sofort Bescheid. Tanja, gut, dass du es gesagt hast. Jetzt müssen wir nämlich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Und alles Liebe. Hab ich noch. Alles Gute. Wir rufen dich gleich noch.